Diese ganzen Jugendlichen da draußen, wer ist für sie verantwortlich? Die Eltern und die Moscheen und die Prediger und die Imame. All diese Leute werden gefragt für diese ganzen Jugendlichen da draußen, warum sie nicht gebetet haben. Sag mal, ja, was habe ich damit zu tun? Du hast damit zu tun als Elternteil. Du bist mit da verantwortlich. Du als Imam in der Moschee bist mit dafür verantwortlich, dass die meisten deiner Stadt nicht beten können, weil du auf irgendeiner Hochsprache redest, egal ob es Arabisch ist oder Türkisch ist oder Bosnisch ist oder Albanisch ist. Weil die meisten albanischen Jugendlichen verstehen kein Hochalbanisch. Die meisten türkischen Jugendlichen verstehen kein Hochtürkisch, was der Imam in der Mimbar redet. Die meisten arabischen Jugendlichen verstehen kein Hocharabisch, wenn der Imam in der Khutbah auf Arabisch spricht. Deswegen sind sie mitverantwortlich. Und genauso die Vorstände der Moscheen. Wenn sie nicht darüber nachdenken, wie sie die Jugendlichen zur Moschee bringen, nicht zum Billardzocken und zum Billard und Zocker und Kicker spielen. Ja, gibt es Moscheen, die sagen, MashaAllah, unsere Moschee, da sind viele Jugendliche. Ja, wo sind die Jugendlichen? Im Keller. Spielen Billard, zocken, fluchen. Wallah, ich hab so gemacht, wallah, Bruder, wallah, wallah. Und die armen Amjas, die alten Onkels, und die sind am Beten. Und die Jugendlichen, nix. Und dann wunderst du dich, sagst, SubhanAllah. Und du sprichst den Bruder an und sagst, Bruder, yani, du gehst in die Moschee, um nicht zu beten. Kann mir das jemand erklären? Ich gehe ins Schwimmbad, um nicht zu schwimmen. Ich gehe in die Schule, um nicht zu lernen. Ich gehe in den Imbiss-Restaurant, um nicht zu essen. Was ist so ein Sinn, SubhanAllah? Deswegen, wie gesagt, viele sind verantwortlich. Und viele werden am nächsten Tag gefragt für diese Katastrophen, die wir da draußen haben. Weil draußen gibt es eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, die wir draußen haben. Die meisten Jugendlichen beten nicht. Lass mal Bad, Niqab, Gebet. Erstmal nur das Gebet. Die meisten Jugendlichen beten nicht. Die meisten Jugendlichen schämen sich für ihre Religion. Die meisten Jugendlichen, wenn sie über Religion reden, fluchen sie und beleidigen. Sobald ein deutscher Nicht-Muslim sagt, ja, aber ich verstehe das bei euch nicht hier im Islam mit Schweinefleischverbot und da. Und dann siehst du die Jungs, wie sie fluchen, Amada, Badas, Wort und Wort und da und da. Und der Arme, der hat nur eine kritische Frage gestellt und die nehmen den auseinander. Warum? Weil die kein Wissen haben. Fluchen und so, schmeißen mit der Bibel in der Klasse rum, beleidigen Isa a.s., Jesus und SubhanAllah, Katastrophen. Viele Jugendlichen wollen beten, aber die können nicht beten. Viele Jugendliche da draußen möchten beten, aber sie können es nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, viele von uns sind verantwortlich für das, was da draußen abgeht.